Kurven, wir wissen. Airplane landing right by Santa Sofia. Who's in it? But... Bis zu dem Moment, wo ich dann gestartet bin in Helsinki, wusste ich eigentlich gar nicht mit absoluter Sicherheit, dass ich wirklich nach Moskau fliegen muss. Ich bin also aufgestiegen, saß im Flugzeug und jetzt war mal die einzige Frage, was mache ich jetzt? Also ich war total zerrissen. Ich hatte große Angst und auf der anderen Seite war ich auch davon überzeugt, das Richtige zu tun. Mir war klar, wenn ich jetzt nicht die Entscheidung treffen würde, nach Moskau zu fliegen, ich würde nie wieder so eine Gelegenheit bekommen. Also die Hauptidee, warum ich nach Moskau geflogen bin, war die, einfach mit diesem Flug eine sogenannte imaginäre Brücke zwischen unseren Blöcken zu schaffen. Auslöser dafür war damals das misslungene Gipfeltreffen zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow in Reykjavik in Island im Herbst 1986. Denn dieser Kalte Krieg war doch sehr bedrohlich und war ein hohes Risiko, dass halt eben wir im Endeffekt doch in eine nukleare Katastrophe steuern würden. Ich wollte einfach den Politikern zeigen, Amerikanern, den Ronald Reagan zeigen, dass es nur der Dialog sein kann, der uns vor allen Eventualitäten schützt. Das Schwierigste war halt eben einfach nur, jetzt diesen Mut zu finden. Würde ich genügend Mut aufbringen, tatsächlich diesen Flug durch den eisernen Vorhang zu riskieren? Als ich dann eine Stunde, nachdem ich die Grenze passiert hatte, da in Estland vom Militärflugzeug angeflogen wurde, von der MiG-23, das war der Moment, wo richtig mein Herz so in die Hose rutschte und ich Panik fast bekam. Dachte, oh Gott, jetzt ist mein letztes Stündchen geschlagen. Dann habe ich da gesessen und 4-5 Minuten vergingen. Und nichts passierte. Das Flugzeug war einfach wieder verschwunden. Und dann wusste ich in diesem Moment, ich soll weiterfliegen. Ja, das war einmal schon gar nicht so einfach, als ich da in Moskau ankam, jetzt den roten Platz zu finden. Genau, da bin ich erstmal 2-3 Mal in geringer Höhe, so 5 bis 8 Meter über den roten Platz geschwebt, weil da waren viele Leute. Ich wollte natürlich da nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt, ne? Also wollte ich ihn durch den Tiefflug einfach signalisieren, Moment mal, gleich will ich landen. Aber jedes Mal, wenn ich wieder oben war und wieder ansetze zur Landung, da waren die Leute wieder genau in der Landelinie, ne? Da habe ich mir ja nach einer Alternative umgesehen. Und wie gesagt, da sah ich die Brücke am roten Platz, ne? 4 Spuren, großzügig gebaut, sehr gut anzufliegen und da dachte ich mir, gar kein Problem, dann lande ich einfach auf der Brücke, roll aus und dann einfach da und dann rolle ich wie ein Auto einfach auf dem roten Platz. Bin ausgestiegen und da kamen 50, 60 Leute auf mich zu dann und dann, die waren alle, die lachten und die waren fröhlich. Dann sagten die, warum denn? Sag ich, ja, ich bin für den Frieden gekommen, ich will mit Gorbatschow reden und ihn bei der Abrüstung unterstützen. Und da haben die alle geklatscht und waren fröhlich, sag, das ist tolle Sache, das ist toll. Rust's 500-mile flight through Russian air defenses won him international notoriety, but it also led to the removal of Gorbachev's defense minister and the biggest shake-up of the Soviet military since the 1950s. Thank you for your time. I hope that Gorbachev will save him from prison, because it's a wrong decision. Es
22 Stunden am Tag nur in diesem kleinen Raum, 2 Stunden im Gefängnisgarten spazieren, das war sehr schwierig. Gerade als 19-Jähriger hat einfach dann die persönlichen Lebensumstände für mich so unerträglich erschienen, dass ich mir oft gewünscht hatte, wäre ich bloß nicht geflogen. Oder meine Eigenschaft ist, ich mache gerne I like to push limits. Grenzen überschreiten, um zu erkennen für mich selbst persönlich, wie weit ich gehen kann. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Und darum ist der Flug nach Moskau auch heute noch eine sehr positive und wichtige Erfahrung, weil sie mir gezeigt hat, wie weit man als Einzelperson, als Mensch gehen kann.